Heute öffne ich das 20. Türchen aus Weihnachtswundernacht Band 7, erschienen im Brendo Verlag, herausgegeben von Thomas Klappstein. Und heute lese ich eine Geschichte von Jan Hanser, der Gegenteilmacher. Eine Geschichte in mehreren Szenen. Und das hat mir jetzt schon öfters in den Weihnachtswundernachtsgeschichten, dass die Geschichten in mehreren Szenen gespielt haben. Mal habe ich mit Handbewegungen gewischt, mal habe ich versucht, mit der Stimme zu unterbrechen. Mal gucken, wie wir es heute machen. Josef fuhr sich durchs Haar. Schöner Mist! Er schüttelte den Kopf. Bis gestern war sein Leben im Lot gewesen. Alles tutti. Maria und er hatten Pläne geschmiedet. Die Hochzeit hätte traumhaft werden sollen. Und jetzt das. Tränen rannen seine Wangen hinab und verwischten seinen Blick auf die Hausdächer Nazareths. Hier oben auf dem Hügel hatte Maria ihn das erste Mal geküsst. Mehr war nie gewesen, aber es war mehr als genug. Es bedeutete die Welt, das pure Glück. Eines der Dächer wäre das Dach gewesen, unter dem er seine Familie mit Maria hatte gründen wollen. Und jetzt schwanger. Seine Zehen scharrten zitternd durch den groben Sand. Schwanger! Niemals hätte er gedacht, dass dieses wunderschöne Wort für ihn zum reinsten Horror mutieren würde. Horror! Was würden Mom und Dad sagen? Bethlehem war nicht groß genug für kleine Geheimnisse und zu klein für große Geheimnisse. Und eins war sicher, er war nicht der Vater. Josef blickte zum Himmel. Unter diesen Sternen würde er erneut sein Glück zu versuchen müssen. Kein guter Stern. Ein Mädchen heiraten, das von einem anderen schwanger war? No way. Und sein Herz schlug und schlug und schlug. Und jetzt wohl noch eins mehr, dachte er und legte die geballte Faust auf die Brust. Mika blies sich eine Strähne aus dem Gesicht und hob den Kopf. Mrs. Praktikantin war immer noch im Office. Die nervige Kuh. Mika starrte auf ihren breiten Hintern, der sich im Takt zum Papiereinzug bewegte. »Ich brauche eine bessere Aussicht«, stöhnte sie leise und ließ den Blick durch die weite Fensterfront gleiten. Schneeflocken tanzten am zweiten Stock vorbei und legten sich auf die Glühweinbuden. Mikas Laune verbesserte sich um einen Prozentpunkt von 3 auf 4. Dieses unverhoffte Stimmungshoch würde sie die Praktikantin aber nicht spüren lassen, entschied sie und widmete sich wieder ihrem Mac. Den Pitch würde sie heute noch zu Ende bringen, dann noch einen heißen Glühwein trinken und ab nach Hause. Anders als Josh es ihr aufgetragen hatte. Seine Worte hallten in ihrem Kopf nach. »Du organisierst die Weihnachtsfeier mit der Praktikantin. Denk dran, heute mit ihr zu sprechen. Tschakka, du schaffst das!« »Tschakka am Arsch«, flüsterte Mika dem Computer zu, entschied sich, Josh zu ignorieren und nach Hause zu fahren. Jeder würde das verstehen. Niemand konnte die Praktikantin leiden. Niemand. Keiner. Alle hassten sie. Alle weigerten sich, mit der zusammenzuarbeiten. Zumindest alle, die bei klarem Verstand waren. Torben drückte die Zigarette wie in Zeitlupe aus und blickte auf den trostlos leeren Grund seines Glases. Dieses Glas war ganz leer. »Das Glas ist halb voll«, pflegte Sven immer zu sagen. »Schlechter Scherz«, dachte Torben bei sich. »Noch ein Guinness oder nach Hause?« »Noch ein Guinness«, Torben bestellte. Außer der Tunte Inge, die eigentlich Reinhard hieß, war keiner mehr im Rainbow. Torben checkte sein Handy. Wieder eine WhatsApp von Sven.
vermisse dich. Du kannst mich mal, wollte Torben antworten, aber er konnte nicht, ging nicht. Wieso, what the fuck, hatte er die Bilder im Netz von der Creepy Party in Brooks gesehen? Und wieso, what the fuck, hatte Sven dort in Tims Armen gelegen? Und wieso, what the fuck, machte ihn das so fertig? Udo brachte das Guinness. Torben schmunzelte wie immer, wenn er Udo sah. Niemand sah so unschwul aus wie er. Aber er war's nun mal. Pickel im Gesicht und ein löcheriger Vollbart machen eben niemanden zum Hetero. Und wir hatten den spießigen Vermieter schon überzeugt, uns zu nehmen. Torben seufzte. Alles zerbrochen. Jetzt doch keine eigene Wohnung. Ah, war eh eine blöde Idee, im Dezember umzuziehen. Aber es hätte ihr erstes gemeinsames Weihnachten werden sollen. Torben trank sein Bier in einem Zug, legte einen zerknüllten 20er auf den Tisch und schlich an Udo vorbei. Flüsterte tschö und stimmt so, stieß die Tür auf und verschwand im Dunkeln. Oh, ich muss eingeschlafen sein. Josef rieb sich die Augen und schüttelte den Kopf. Habe ich das geträumt? Er blickte in den Sand vor sich. Fußabdrücke, die nicht seine waren. Die Worte seines Traumes hallten in seinem Kopf wieder. Josef, Gott wird seine Geschichte mit Typen wie dir starten. Typen, die Gegenteilmacher sind. Typen, die das Gegenteil dessen tun, was andere tun. Heirate, Maria. Gott hat einen Plan mit denen, die nicht verurteilen, sondern lieben. Sei ein Gegenteilmacher. Josef schüttelte sich den Sand aus den Klamotten und stand auf. Tiefblau zog sich der Saum des Himmels über den Horizont. Josef atmete tief ein. Sei ein Gegenteilmacher. Sie würden ihn für verrückt erklären. Alle, sogar Maria. Ich mach's. Tiefen Frieden im Herzen setzte Josef einen Fuß vor den anderen. Langsam stieg er hinab, runter ins Dorf, nach Hause, zu seinem Gegenteil. Torben lehnte sich gegen die Außenwand des Rainbow, zog seinen Tabak aus der Tasche und ärgerte sich, dass er sich nicht im Warmen noch eine gedreht hatte. »Aber nein, aber rein gehe ich nicht mehr, nee«, nuschelte er zu sich selbst. Mit zittrigen Fingern gelang es ihm, das Paper um den Tabak zu schlingen, und er brachte eine halbwegs rauchbare Kippe zustande. »Brauchst du Feuer?« Torben zuckte zusammen und fuhr auf dem Absatz herum. »Sven«, stieß er aus, »du Verfluch! Ja, ich brauch Feuer. Wie immer.« Tief zog er den Rauch ein. Sven stieß ihm mit dem Ellbogen in die Seiten. »Kommst du mit, bitte? Ich möchte mit dir reden.« »Worüber?«, flüsterte Torben. »Übermorgen und übermorgen. Über Mietverträge und Weihnachten und dich und mich und...« »Ja«, antwortete Torben. Mika fuhr sich mit der Linken durch den Pony und schlug auf die Tischkante. »Geschafft! Feierabend!« Ihr Blick wanderte hinaus zu den weißen Dächern. »Abhauen! Unauffällig vorbei an Mrs. Praktikantin und ihrem dicken Hintern und raus!« Josh konnte selbst sehen, wie er das hinbekäme. Seit wann würde sie dafür bezahlt, nervige Praktikantinnen zu betütteln? »Hey!« Mika hob den Blick und sah die Praktikantin vor sich stehen. »Meine Mom hat Lebkuchen gebacken. Willst du einen? Siehst hungrig aus.« Mika hatte nicht bemerkt, wie die Praktikantin sich dem Schreibtisch genähert hatte. Eine zittrige Hand streckte ihr über die Kante des Bildschirms einen Teller Lebkuchen hin. »Boah,
Lebkuchen-Brownies, entfuhr es ihren Lippen. Hab gehört, wie Josh sagte, dass du mit mir die Weihnachtsfeier planen sollst, aber du hast keinen Bock, oder? Stimmt, antwortete Mika mit vollem Mund. Null Bock. Wie heißt du eigentlich? Die Praktikantin stellte den Teller ab. Tirza. Mikas Blick wanderte von den verschneiten Holzdächern der Glühweinbuden zu Tirza. Also, Mrs. Tirza, wie wäre es, wenn wir beide die geilste Weihnachtsfeier ever planen? Josef öffnete vorsichtig die Tür von Marias Elternhaus. Maria, rief er ins Halbdunkel. Maria kam ihm einen Berg Stoff auf dem Arm entgegen. Maria, flüsterte Josef und hauchte ihr einen Kuss auf die Lippen. Maria, willst du meine Frau werden? Maria starrte ihn verdattert an. Du machst wirklich das Gegenteil? Und das, ihr Lieben, ist Weihnachten. Ist einer der wichtigsten Aspekte von Weihnachten. An Weihnachten geschieht das Gegenteil von dem, was wir erwarten oder was wir verdient hätten. Gott wird einer von uns. Er wird ein Mensch. Das hätten wir nicht erwartet. Und das hätten wir auch nicht verdient. Aber er macht es einfach, weil er der erste Gegenteilmacher des ganzen Universums, der ganzen Zeit, der ganzen Ewigkeit ist. Und vielen Dank, lieber Jan, dass du uns das mit deiner Geschichte nochmal ins Bewusstsein gerufen hast. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen tollen Nachmittag und wir sehen uns morgen wieder, wenn ich das 21. Türchen öffne. Ihr merkt schon, 21, ja, das ist nah dran an Weihnachten. Heute Morgen habe ich den Spruch gelesen, nur noch 5 Kilo, dann ist Weihnachten. In diesem Sinne, bis morgen.